Jahre her, dass die Hamburger Elektrizitätswerke, die zu über 70% der Stadt gehörten, gemeinsam mit den nordwestdeutschen Kraftwerken das vierte Atomkraftwerk in Hamburgs Umland bauen wollten, Brockdorf. Mittendrin dann aber im dramatischen Konflikt zwischen HEW, Politik und Gesellschaft, Hamburgs Bürgermeister Klose, Hamburg damals. Brockdorf 1976. Die Bauarbeiten beginnen unter massiven Protesten. Militante Gegner versuchen, das Gelände zu besetzen. Die Polizei antwortet mit Wasserwerfern, Tränengas und der chemischen Keule. Hamburg ist über seine Elektrizitätswerke zur Hälfte am Bau beteiligt. Am Anfang hat es mich beunruhigt. Und erst ganz allmählich habe ich eher gefragt, ob da nicht möglicherweise was dran ist. Also ganz einfach formuliert, ich habe auch manches gelernt davon. Hans-Ulrich Klose ist damals Bürgermeister von Hamburg. Noch zählt er zu den Befürwortern Brockdorfs. Auf Gerichtsbeschluss ruht die Baustelle seit Ende 1976. Bürgermeister Klose beginnt nach seiner Wiederwahl zwei Jahre später umzudenken und wird damit zum Außenseiter in der SPD. Meine Auffassung, meine ganz persönliche, jetzt als Sozialdemokrat und gar nichts anderes, ist, wir sollten Brockdorf nicht bauen. Anlass von Kloses Umdenken ist ein Skandal im Herbst 1979. Auf dem Gelände einer Chemiefabrik kommt ein Kind durch alte Munition zu Tode. Die Stadt überlegt, gibt's noch mehr davon, etwa in alten Bunkern? Jetzt kommt der Punkt, der mich zum Knacken gebracht hat. Wir wussten, ja, 30, 35 Jahre nach dem Ende des Krieges nicht mehr, wo es in Hamburg unterirdische Bunkeranlagen gegeben hatte. Wie will man dann sicherstellen, dass eine atomare Entsorgungsanlage 100.000 Jahre unter administrativer Kontrolle bleibt? Das ist unmöglich. Doch seine Gegenspieler in der SPD sind mächtig. Neben Fraktionschef Ulrich Hartmann zählt auch der Landesvorsitzende Werner Stark zu seinen Gegnern. Und damit nicht genug, auch Bundeskanzler Helmut Schmidt und Verteidigungsminister Hans Apel sind überzeugte Brockdorf-Befürworter. Anfang 1981 endet der Baustopp für Brockdorf. Für die Hamburger Regierungspartei SPD drängt die Entscheidungsfrage. Während sie auf einem Sonderparteitag für und wider abwägen, demonstrieren am 2. Februar in der Stadt rund 12.000 Menschen, unter ihnen militante Atomkraftgegner. Sie hinterlassen in Hamburg einen gewaltigen Scherbenhaufen. Unbeeindruckt davon trifft die SPD am späten Abend ihre Entscheidung. Die Mehrheit der Basis steht auf Kloses Seite. Gut drei Wochen später kommt es zur größten Massendemonstration gegen Kernkraft. 100.000 Menschen protestieren. Wieder kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Klose will jetzt die Hamburger Elektrizitätswerke aus dem Projekt Brockdorf drängen. Ein symbolischer Akt, denn für die HEW gab es mindestens einen Ersatzinvestor. Warum haben Sie sich das angetan, wenn Brockdorf so oder so gebaut werden würde? Ja, ich wurde auch bockig. Ja, das ist so, wenn man selber das Gefühl hat, es sollte eigentlich nicht sein. Ich wollte den demonstrativen Fall haben. Ich war, wenn Sie so wollen, von der Mentalität her plötzlich in der Demonstrationsrolle. Die HEW weigern sich auszusteigen und auch Parteispitze und Fraktion wollen Kloses Kurs nicht mittragen. Nach einer turbulenten Vorstandssitzung zieht Klose die Konsequenz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach monatelangem Streit um den Bau und die Beteiligung Hamburgs am Kernkraftwerk Brockdorf ist der Bürgermeister der Hansestadt Klose zurückgetreten. Also ich denke daran zurück, ohne irgendwelche emotionalen Ausfälle. Ich wundere mich eher darüber, dass nach 30 Jahren das Problem, um das es damals ging, auch immer nicht gelöst ist. Die HEW bauen Brockdorf. Zwei Tage vor Weihnachten im Dezember 1986 geht es ans Netz. Bis heute hat Deutschland noch kein Endlager. Aber viele Diskussionen. Hamburg damals immer am Sonnabend bei uns. So, und jetzt müssen wir, meine Damen und Herren, Ihnen natürlich noch das zeigen, was wir gestern schon live und als Leckermacher im Angebot hatten. Das Ereignis,